Hi Elli, Hallo Anna. back from Poland. Schön, dich wiederzusehen. Was haben wir denn hier auf dem Brett? Wir haben heute die Kreativabteilung. Yes, 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 yes. Eine kleine Bitte an euch daheim. Guckt euch doch mal die Partien an, macht doch gerne mit. Das ist eine Übung, das ist ein Exercise und wir sollten das alle mitnehmen. Und ich freue mich jetzt ganz besonders drauf. Jetzt darf ich bloß nicht versagen. Das wäre fatal. Ich glaube, ich habe da einen Staubkorn in der Kamera. Oh, entschuldigt. Entschuldigt, dass ich in euer Gesicht hier gerade rum. Okay, so. Jetzt haben wir es. Okay, Kreativität. Kreativabteilung, genau. Ach, Also das heißt, Kreativabteilung. in unseren Beispielen heute geht es immer um Kreativität, was gewissermaßen auch mit Taktik zu tun hat. Das heißt, ich dachte, nach einer karpoffischen Stunde wird es wieder mal Zeit für ein bisschen mehr Kreativität. Exzellent, sehr gut gedacht. So lobe ich mir das. Gut, wir sind weiß und wir gewinnen. Ja, wir Okay. gewinnen. Aber die Frage ist natürlich erstmal Kreativität. Was heißt Kreativität? Kreativität kann man fast auch schon ein bisschen ins Spektrum des unerwarteten Zuges, was wir ja schon behandelt haben, stecken. Allerdings, Kreativität logischerweise ist mehr etwas Originelles. Wenn wir uns diese Stellung überhaupt anschauen, es ist immer ganz wichtig, als Ausgangsbasis sich folgende Dinge anzugucken. Der gegnerische König plus ungedeckte, halbgedeckte Figuren, also taktische Faktoren. Und danach kann man gucken, welche Schachzüge hat man, welche Schlagzüge hat man, welche Drohzüge hat man und so weiter und so fort. So, Gut. jetzt Also, habe ich genug geredet. genau, Jetzt bist du dran. jetzt versuche ich das mal wiederzugeben, was du gerade gegeben hast. Also, der schwarze König, der steht ziemlich offen da, obwohl da ein paar Bauern vor ihm stehen, aber es ist doch ist recht offen. Das ist die erste Genau, Sache. der ist recht offen auf der siebten Reihe. Könnte für uns vom Nutzen sein, dass da mal irgendwo vielleicht ein Jawohl. Schächtle auftaucht. Ja. Dann haben wir gedeckte Figuren, die Türme sind verbunden, der Läufer ist vom Bauern gedeckt, die Dame ist relativ ungedeckt, aber Die der. Dame ist ungedeckt, ist ein wichtiger Ja. Faktor. Ist definitiv wichtig. Okay. Was ist nicht ganz so stabil? Semi-stabile Figuren. Dann würde ich den farbfältigen Läufer dazu zählen und die. Der ist semi-stabil und was noch ist nicht ganz hundertprozentig stabil? Vielleicht der Bauer auf E6 und Auf E6 und welche? C6 Genau, und das sind die halbgedeckten Figuren. Einmal angegriffen, A5. Ja. einmal gedeckt. Wenn wir uns jetzt genau diese Aha. Konstellation angucken, wir haben König, wir haben einen E6-Schwächling. Wir haben einen C6-Schwächling. Ich wollte Schlappling sagen, aber es klang da Schlappling. nicht so gut. Und wir haben natürlich auch den Läufer auf B5, der diesen Schlappling auf C6 so ein bisschen zusammenhält. Okay, genau. So, das sind so ein paar Konstellationen. Und jetzt, der nächste Schritt, den du genannt hattest, ist des Schachs zu geben, dann zu schlagen und dann Drohungen aufzubauen, ne? So wie wir es halt. Also Schachs, gibt es eins auf H6, das lassen wir mal weg. Und das war's. Dann können wir schlagen auf E6 oder auf B5 oder auf C6 oder auf D5. Also D5, nö. E6, nein. C6 wahrscheinlich nicht. B5 könnte interessanter werden, vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt. Mal gucken. Aber zurzeit sehe ich auch gerade nicht. Wir schlagen und dann sehe ich noch keine gute Folge da drauf. Denn wenn zurückgeschlagen wird, haben wir auch nicht wirklich etwas. So, Drohungen. Und Ja. da fällt einem natürlich ins Auge, dass. Oder mir fällt ins Auge, und das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht genannt haben. Aber irgendwie ist dieses Feld E5 ganz hübsch, denn wir könnten ja auch ein Schach geben. Aber vielleicht können wir auch versuchen, einfach. Wie gehen wir das an? Ich spreche mich um Kopf und Kragen. Also Springer E5 hatte ich gedacht, wobei. Das Problem ist, ja gut, wir drohen tatsächlich, den Bauern auf C6 zu nehmen. Nun, wenn Also welche zurückgeschlagen wird. Drohzüge haben wir denn erstmal? Wir haben Springer E5, hast du gesagt. Was haben wir noch Ja. für Drohzüge? Erstmal eine Liste machen, bevor wir uns Oh. auf einen versteifen. Okay. Also dann.
Was haben wir noch für Drohzüge? Nee, geht auch Weil nicht. du willst ja immer mit der Tür ins Haus fallen. Dann springe ich mit, Ja. opferst du gleich eine Figur. Gibt es noch andere Drohzüge, die vielleicht nicht ganz so viel opfern? Vielleicht. Da muss ich länger gucken wieder. Ja. Was kann man noch angreifen? Mit Springer E5 greifst du theoretisch in C6 an. Was kann man noch angreifen? Wir könnten. Wir könnten den Läufer angreifen mit A4. Genau, das ist auch ein Zug, den sollte man überlegen, denn der Läufer auf P5 ist einmal gedeckt. Wenn der Läufer auf A4 steht, ist er gar kein Mal gedeckt. Und er kann weder Läufer C4 machen, noch kann er Läufer A6 spielen. Das heißt, mit dem Zug A4 alleine zwingen wir unseren Gegner, eine weitere taktische Schwäche oder einen taktischen Faktor zu erzeugen. Ich glaube, ich sehe es sogar schon, meine Güte. Und dass das so lange gebraucht hat. Ich hatte das tatsächlich wirklich vorher im Kopf und habe dann gedacht, ach nee, es geht ja nicht. Und jetzt merke ich gerade, es geht ja doch. Denn A4 war ja. Okay, also, wir spielen A4. Der Also Läufer er muss nimmt. nehmen, alles Ja. andere scheitert an Turm schlägt C6 Ja. und die Stellung ist dann ziemlich aus. Und jetzt gehen wir ganz einfach mit der Dame zu A3. Genau, und jetzt kreieren wir noch eine weitere taktische Ja. Schwäche, denn wir kreieren Gegenüberstellung und nutzen den Fakt aus, dass der Läufer auf A4 ungedeckt ist. Der muss jetzt nach B5 und was kommt nun? Jetzt schlagen wir auf B5 natürlich. Genau, weil jetzt die Dame angegriffen ist durch die Gegenüberstellung. Angenommen, sie schlägt und jetzt ganz Geben wir einen wichtig. Schach. Genau, und das ist jetzt der springende Punkt, dass wir jetzt die am Anfang, zu Anfangs gesagte Schwäche des Königs ausnutzen. Ja, doof. Wieso gehe ich da Hätte nicht der durch? Turm auf E8 gestanden, würde das alles nicht funktionieren. Aber der Turm Oh, steht halt Tatsache. dummerweise auf F8 und dadurch gibt es keine Korrespondenz zwischen den beiden. Okay, sind wir jetzt in der Kreativität ein bisschen warm geworden? Ja, klein bisschen. Aber anscheinend bin ich noch nicht so richtig warm, denn ja, wie gesagt, das war eine der ersten Gedanken und ich habe gedacht, ach nee, klappt ja nicht. Das war doof. Ich musste einfach mal durchziehen mit den Varianten. Nicht so faul sein. Oh, da sehe ich ja schon fast matt. Fast Ja. matt! Es ist ein bisschen einfacher. Hier sehen wir ganz klar, dass der taktische Faktor erstmal der König ist. Der sieht nämlich ein bisschen mattig aus. Und natürlich, was sind noch taktische Faktoren? Ungedeckte Figuren zum Beispiel. Der Turm auf Genau, D3. auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben jetzt diese taktischen Schwächen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir die ausnutzen können. Was springt dir da ins Auge? Der Springer. Also, es gibt natürlich das Mattmotiv Springer F6 Schach, König geht zu H4 und dann spielen wir G3 und setzen Schachmatt. Wäre dann nicht der Turm. Also, wie kriegen wir diesen Turm da weg? Genau. Wie kriegen wir den hier weg? Blöd, also die erste Idee war Turm D6, aber geht natürlich nicht, denn wenn wir Turm D6 spielen, dann kann der Springer leider nicht zu F6 Schach geben. Hä, wie, bitte noch Ach ich. so, nee, ich war schon einen Zug, ich wollte den Turm erst wegkriegen und dann Schachmatt setzen. Aber natürlich geht es auch so, dass wir erst Schach geben. Der König geht jetzt zu H4, wie er es jetzt gerade steht. Und jetzt müssen wir versuchen, den Turm wegzukriegen. Also Turm D6. Ach so, ich dachte, du hättest Springer F6 Schach schon ausgeführt. Ja, völlig richtig. Ja, ich hatte schon wieder falsch gedacht und wollte erst den Turm wegkriegen und dann matt setzen. Und jetzt haben wir eine Überlastung Und und jetzt, gibst so geht's viel wir die einfacher. Partie. Klar. Ja, das war zu einfach. Da muss ich falsch irgendwie gebuddelt haben, meiner Nee, das war Schatztruhe. total anspruchsvoll. Ich habe es einfach nur super schnell. Vielleicht wirst du Okay. schon zu kreativ. Ja, vielleicht. Kreativ, das kann natürlich sein. Oh, Das herrlich. schauen wir mal an, was hier Sache ist. Also natürlich fällt einem hier sofort in die Fresse, dass man auf G6 nehmen könnte mit der Dame, wäre dann nicht die Dame auf B6. Also spielen wir Läufer A5, um die Dame da irgendwie wegzukriegen vielleicht. Das ist ein Kandidat, Hilft aber aber ich nicht, muss nö. ja nicht wirklich auf A5 nehmen. Aber selbst wenn ich auf A5 nehme, was willst du dann noch irgendwie matt setzen, wenn deine Drohung auf G7 verschwunden ist? Auch wieder richtig. Wie wäre es dann, wenn wir B4 spielen stattdessen? Gut, nach B4 kann der Läufer ziehen und dann, der geht natürlich nicht freiwillig nach D6.
Richtig. Der spielt dann zu, sagen wir mal, E3 oder E7, ne? Ja, zum Beispiel. Okay, nee, vielleicht kriegen wir das so. Lass uns mal ganz systematisch gucken, was wir Okay. für taktische Faktoren haben. Ich Wir war etwas zu haben den flink. wackelnden Wappelchen G6, ja. Weil natürlich hier eine Art Drohung da ist. Dann haben wir aber noch weitere taktische Faktoren. Wir haben einen unsicheren G7, denn einmal gedeckt, und zwar durch einen König gedeckte Figuren oder Bauern sind immer Kandidaten für Taktik, weil der König natürlich die sensibelste Figur ist, um es mal nett auszudrücken. Genau, was haben wir aber noch? Wir haben den G7, wir haben den G6. Was gibt es noch? Wir haben einen allgemeinen schlechten König, aber das ist klar, klar. Was ist noch ein taktischer Faktor hier, der interessant Der ist? Läufer auf D7 ist ungedeckt. Ja, was noch? Was lacht uns hier noch an? Was lacht uns hier noch an? Was lacht uns hier noch an? Wir gucken uns alle unsere weißen Figuren an. Der Läufer Ja. auf C3 strahlt nach G7. Die Dame auf C2 strahlt nach G6. Was ist mit den anderen Figuren? Die strahlen noch nicht so richtig. Aber Hm, gut. bin ich so Also der sicher. Turm auf F1, der könnte irgendwann auf F7 was Genau, verrichten, also wenn der Springer sich bewegt. wir strahlen auch nach F7. Denn F7 ist zwar durch den Turm noch zusätzlich gedeckt, aber dennoch ist der König hier mit involviert. Und das macht den F7-Bauern wieder zu einem wackeligen Kandidaten. Jetzt mal der Logik nach. Wenn wir die Dame sehen, wie sie den Springer deckt, an was denken wir, wenn die Dame zum Beispiel hier oder selbst eine andere Figur, aber es sind ja nur Damen und Türme, die Reihen, Linien sozusagen decken können? An was denken wir, wenn die Dame über die sechste Reihe den Springer deckt? An was denken wir? An welches taktische Motiv? Bei einer Reihendeckung. Dass wir die Dame da wegkriegen sollten? Entweder die Dame abzulenken oder abzu? Tauschen? Nein. Das schaffen wir nicht, Hätte mich auch aber gewundert. theoretisch ja. Aber Abzulenken. abzulenken, ja, aber was noch, wenn die Dame über die sechste Reihe den G6 decken muss? Wenn eine Dame oder ein Turm über eine Linie oder Reihe eine Figur decken, kann man ja manchmal versuchen, diese Linie oder diese Reihe Zu abzutrennen. Genau, unterbrechen. oder zu unterbrechen, genau. Wenn wir jetzt uns diese Stellung angucken, welche Figur wäre denn überhaupt theoretisch für so eine Unterbrechung hier? Der Läufer auf C3. Eventuell. Und welche Figur noch? Wir reden jetzt nur von könnte, hätte und nicht sofort möglich. Was wäre die ideale Der Figur, um Turm auf eine. F6. Genau, ein Turm auf F6. Denn dieses Motiv muss man sehen, denn das ist ein Motiv, wo ich sozusagen die Reihenverteidigung unterbreche. Das heißt, wenn wir jetzt unsere taktischen Faktoren angucken, die wir hier haben, führt uns das zu welchem ersten Drohzug? Ja, das ist wirklich die gute Frage. Ist Wenn es unser Ziel, ja. Springer D2? Was droht denn Springer D2? Na, der Turm auf F6 halt, Ja, ne? aber können wir das nicht ein bisschen mit mehr Krach hinkriegen? Was will denn der Springer auf Aha, D2? okay. Ja, ich hab's. Ich weiß nicht, was los ist. Springer G5 kommt mir sehr viel Genau, stärker vor, weil es weil natürlich auch gleich droht. jetzt droht auf F7. Es droht einfach. Er hat Mann, gar keine ey. Wahl. Er kann den zwar versuchen zu decken, nützt aber nichts, weil es kommt sowieso im nächsten Zug, der Zug, auf den es hier drauf Warum sehe ich ankommt. denn die Felder nicht? In der Partie kam HG5 und jetzt Arne. Turm F6. Genau, und dann ist eigentlich das Spiel auch auf gut Deutsch vorbei, denn er muss nehmen, er hat keine Möglichkeiten oder er opfert die Dame, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das heißt GF6, Dame G6 und dann Läufer schlägt F6 Ja, und sehr das Ganze hübsch. ist vorbei. Aber man kann darauf kommen, man muss sich einfach nur angucken, was man hier gegeben hat. Und das sind die Sachen, die man gegeben hat. Bloß natürlich. Eine Deckung über so viele Felder Abstand in einer Reihe
ist immer eine Gefahr, dass ich dich irgendwo auf dieser Reihe abschneide oder abtrenne. Wieso sehe ich den Springer G5 die ganze Zeit nicht? Komisch. War für mich Okay. völlig, war für mich gar nicht als Option da. Ist ja auch manchmal nicht so einfach. Jetzt gucken wir uns Nett wiederum eine Stellung gesagt. an. Worum geht's hier? Lass uns wieder die taktischen Faktoren zusammenfragen. Also. Gut, wir können. Na gut, ich wollte sofort wieder mit der Tür ins Haus fallen. Denn ich sehe natürlich das Motiv, wenn man mit dem Springer auf G. Also, ich sehe ein paar Ideen. Ich möchte den Springer auf die sechste Reihe bringen, damit der Bauer schlägt, damit ich matt setzen kann. Genau, das heißt, wir sehen hier schon, dass einer der wackeligsten Faktoren der G7 ist. Ja. Alles, was wir uns wegwünschen müssen, ist dieser Bauer und man kann davon ausgehen, dass das relativ schnell matt wird oder nah am Matt ran, aber auf jeden Fall zum Sieg führen sollte. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, das wichtigste Glied hier im schwarzen Lager ist der Bauer auf F7. Jau. Und da ist, und was ist noch wichtig, wenn wir uns diese Konstellation angucken? Welche Figur von Schwarz hat außer dem Bauern auf F7 noch eine lebenswichtige Aufgabe? Der Läufer auf G7, nehme ich mal an. Oder ich meine, der Ja, Läufer auf C4 auch, um den zu decken. aber jetzt konkret, wenn wir den Bauern auf F7 wegbekommen wollen, welcher Ja. Zug bietet sich dann als Kandidat erstmal zuallererst an? Turm F7, Schach. Naja, gut, aber dann, wir brauchen ja den Turm, um auf G7 zu nehmen. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel geopfert, aber. Vielleicht. Ah, jetzt habe ich es endlich gesehen. Jetzt ist mir das ganze Motiv auch klar. Es ist sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Was wäre mit Läufer E6? Sehr gut. Denn im Endeffekt, wir müssen wiederum die Dame hier von der Deckung des G6-Bauerns abtrennen. Denn nach Hm. Springer schlägt G6 würden wir immer die Partie gewinnen, wenn die Dame nicht widerschlagen kann. Und das führt uns zu dem wunderbaren Sperrzug Läufer E6. Jetzt nach Läufer E6 hat er keine Wahl, er muss nehmen. Denn alle anderen Züge führen unausweichlich in eine Totalkatastrophe. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, es ist einfach Springer schlägt und dann Dame Ja, mach mal auf matt bitte. Mach mal G8. bitte Ach, das matt. ist matt? Ja. Ah ja, Das ist okay. matt in 4 oder so. Okay, Dame schlägt auf G7. Dame Schach und Wo? auf F7. Ja, es geht sogar auf G6, aber es ist egal. Ja, und dann? Okay, jetzt die Dame auf G8. Und dann war es das gewesen. Sehr gut. Das heißt, nach Läufer E6 muss Läufer schlägt E6 kommen. Jetzt, nächster Zug, Arne. Springer schlägt G6 Schach. Genau, und jetzt ja, geht eigentlich nur noch König. Das muss ich auch kurz überlegen, wo das matt ist. Ich denke, hier gibt es nach F schlägt G7, mach mal matt. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, Dame schlägt G7. Ja. Ah oh ja, es ist tatsächlich kein Matt. Hier muss man Dame tatsächlich. schlägt G6. Den hätte ich auch gesagt. König geht zu. Na gut, König ist egal, der muss ja immer sozusagen auf den Reihen gehen. Die Frage ist nur, ob es irgendwas Besseres gab als Dame schlägt G6. Denn haben wir hier noch andere Züge? Weißt du, was wahrscheinlich hier viel einfacher ist, Arne? Auch wenn man das vielleicht intuitiv gar nicht. Turm schlägt G7. Natürlich, das ist, Oh glaube ich, die ja, einfachste Lösung. das Schach bringt gar nichts auf D5. Denn der König geht zu G1 und ist sicher, es gibt keinen Folgeschach mehr, oder? Ja. Naja, aber ich habe Läufer G8. Dame G6. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, ich würde jetzt behaupten, dass ich glaube, dass es gewonnen ist. Aber dafür meine Hand ins Feuer legen möchte ich auch nicht. Wir sollten vielleicht doch noch mal ganz kurz Lass uns noch mal zurückgehen. ganz kurz zurückgehen. Weil F schlägt G6 ist ja witzigerweise gar nicht als Variante angegeben. F schlägt G6 ist gar nicht angegeben. Ah, vielleicht weil es so klar ist, dass Nur für das uns kaputt nicht. geht, außer für uns, habt ihr es daheim schon gefunden?
Also Dame Schach G7, Dame H8 und dann kommt die Dame dazwischen und dann Aber vielleicht Dame auch nicht. Ich, E5. genau richtig. Ich wollte es gerade sagen. Das ist das Rätselslösung. Einfach das Schach. Ja, Dame geht Moves nach dazwischen. F8 und jetzt Dame Dame E5. E5 ist Und jetzt es. haben wir den Wie Doppelangriff. gemein. Und Turm B6 scheitert an Turm A8. So ist das richtig. Aber das war jetzt gar nicht Ja, so einfach, weil es weil so viele verschiedene Züge gibt. gab es, und das ist, glaube ich, auch kein Matt, das ist einfach nur total gewonnen. Es reicht ja. Ja, reicht auch. Vom Prinzip. Okay, Gut, ja, aber das die heißt, Grundidee steht natürlich genau, fest. nach Läufer E6, Springer schlägt G6, kam noch König E8 und dann Dame schlägt G7 und ja, die Stellung ist ähnlich gewonnen, weil nach F schlägt G6 wieder Dame Haben wir H8 wieder und das Dame gleiche Ding, E5. genau. Haben wir wieder die gleiche Konstellation und auch das ist auf jeden Fall ausreichend. Läufer D5 Schach, Zwischenschach ist nicht irgendwie nach König H2 großer Unterschied. Weil Sehr ich wieder gut. Dame H8 und Dame E5 habe. Okay. Gefällt mir soweit. Euch auch daheim? Schafft ihr das schneller als ich? Oder als Ellie? Manchmal auch als Ellie, genau. So, interessant, interessant. Die Frage ist einfach, können wir mit Turm und Läufer matt setzen ohne die Dame? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Aber wenn wir den Turm auf E4 ziehen, dann sieht das ganz anders aus. Sehr gut. Denn wir sehen hier die taktischen Faktoren. Der Bau auf G5, der wackelt, aber auch die Grundreihe wackelt, denn das Feld H7 ist nicht gegeben. Und das führt uns relativ easy peasy zu dem Zug Turm E4. Angriff auf zu viele verschiedene Dinge, denn jetzt ist der Turm in seiner Funktion überlastet. Er kann die Dame nicht nehmen, weil es dann hier hängt. Ansonsten hängt aber auch hier ein wichtiger Bauer. Und die Partie ist dann mehr oder weniger beendet. Sehr gut, Arne. Das war zu Voilà, ja, einfach. Entschuldigung. Das ist jetzt auch wieder, würde ich behaupten, recht einfach. Ach so, ich wollte gerade den Springer zu E7 ziehen und fragen, was soll denn der Mist? Ja, so ganz einfach ist es dann auch nicht. So, wir haben das wunderschöne Damiano-Matt Das nennt sich im. Damiano-Matt. Ich glaube, ja. Also, es gibt das. Es gibt da die Idee. Aber die Frage ist, wie setzen wir das am besten um? Also meine erste Idee ist tatsächlich Dame D2. Ah, ne? Ja. Darf ich jetzt mit dir Ja, schimpfen? schimpf mal. Was berechnen wir in der Variantenberechnung immer zuerst? Schachzüge. Genau. Welche haben wir da? Turm H8 Schach. Was haben wir noch für ein Schach? Dame F8 Schach. Genau. Das sollten wir auf jeden Oh Fall uns ja, angucken. das ist ein gutes Schach, das Dame F8 Ja, es ist ein sehr gutes Schach. Weil nach Schach. Dame D2 weiß ich gar nicht, ob du nach Turm schlägt D5 die Partie nicht sogar verlierst, Ja, ja? eben, deswegen habe ich mir auch. Ja, Nee, verlieren ist es verlieren vielleicht, glaube ich es nicht, ist, nein. ich glaube, na, du hast ja recht, verlieren tust du sie nicht, aber es ist echt traurig, dass du ein wirklich, ja, nicht so Ja, schwierig, du sagst sogar das wunderhübsch. Mattmotiv an, aber du löst es nicht. Ja, okay. Ja, ich dachte, ja, guck mal, siehst du, da habe ich ein Mattmotiv anders gelernt. Ich habe natürlich dann den Turm H8 und dann die Dame auf H2 Schach und dann setze ich dann Matt. Aber wenn es so geht, es natürlich auch, da ist der Zwischenschritt, dass man natürlich bedenken muss, dass der Turm nehmen muss auf Genau, F8, was jetzt weil auch der keinen König Unterschied macht. darf nicht, weil, der darf schon, aber Ja, es macht keinen eben. Unterschied, weil es dann matt auf H8 ist und wenn der Turm nimmt, ist der Springer nicht mehr Ja, gefesselt. ich kann Das ist leider die halt nicht mehr als Grundidee. einen Zug berechnen im Voraus. Und dann habe ich nicht gesehen, dass der Springer nicht mehr im Schach ist. Ja. Man könnte auch fast denken, dass es das Anastasias-Matt ist. Bin aber jetzt auch nicht so sicher. Ich bin da nicht im Bilde, diese ganzen Vielleicht, ja, Mattbilder. ich weiß es auch nicht. Es gibt auf jeden Fall genug. Es war sehr schön. Ich habe mal Ja. für meinen eigenen Kurs habe ich mal alle Mattbilder angeguckt. War sehr interessant. Und alle Namen vergessen natürlich. Weil es auch nicht so wichtig ist. So, sehr gut. So. Weiter, weiter, weiter. Bringt Spaß.
Taktiken bringen Spaß, muss man ja sagen. Ach, jetzt bin ich gespannt. Das ist Oh, lustig. okay, gut, dann sag mal gar nichts. Ich sag gar nichts. Ich lass dich zusammentragen. Elli sagt einfach, ah, jetzt bin ich gespannt, das wird lustig. Na, jetzt wollen wir doch mal sehen hier. Na gut, dann gehen wir erstmal einen Schach auf E7. König nimmt zurück. Mist, klappt. Nee, klappt nicht. Ah, das ist ganz witzig. Ich bin still. Also ein Motiv ist natürlich, ich spreche mal meine Sachen einfach aus, die ich so im Kopf habe. Es wäre sehr schön, wenn wir ein Schach geben könnten auf E7 und dem Springer dann die Gabel auf F5 geben, um die Dame zu schnappen. Aber da ist ein Läufer im Weg. Was wäre denn? Ah, naja, andererseits hängt einfach der Springer rum. Das heißt, so einen kleinen Zwischenzug zu machen, ist relativ schwierig. Aber wie wäre es, wenn wir... Das geht auch nicht. Ach so, Moment, da ist gar kein Schach auf G3. Da die Dame ja G3 deckt, die auf D6 steht, meine ich. Vielleicht ändert das die Situation ein wenig, denn wenn wir mit dem Turm zu E2 gehen, dann nimmt die Dame auf H6 und können wir jetzt Denkst du, dass Turm nehmen. E2 ein kreativer Zug ist? Wenn du schon so sagst, so, naja, könnte es ja eigentlich eher sein, dass es eigentlich, Vielleicht wir sind nicht. beim Thema Kreativität. Lass uns doch wie immer die taktischen Faktoren mal aufzählen, die wir haben. Na Was haben wir gut. da? Also wir haben das Schach auf E7, wir haben ein Schach auf D8 oder auch auf CB, Ja, meine ich 8. wir haben diese Schachs, aber wir haben natürlich taktische Faktoren. Wir haben eine Festung. Ja. Wir haben eine ungedeckte Dame. Und wir haben einen schwachen König. Und jetzt sind das diese Faktoren, die wir gegeben haben. Und wir müssen gucken, können wir diese Faktoren ausnutzen. Wenn wir auf den E7 uns konzentrieren, müssten wir ja gucken, können wir die Festung erstmal, das wäre das Erste, woran ich denken würde, außer natürlich diesem Motiv mit Springer F5, aber können wir diese Festung erstmal verstärken oder den Druck auf dieser Festung, was ja ganz eindeutig hier das stärkste oder der stärkste Knackpunkt oder Schwachpunkt bei Schwarz ist, können wir diese Festung verstärken? Und wenn Tja, ja, welche Züge gäbe es dafür? also ein Turm könnte mitmischen auf A2, aber das ist ja auch nicht so kreativ. Ein Springer könnte mitmischen auf F5, dann wird er aber vom Läufer genommen. Das war meine allererste Idee. Und was gibt es noch für Felder außer F5? Springer G8, sehr kreativ. Was ist da Springer G8 erst einmal Fakt? Was kann er nicht machen? Ich fürchte... Ja, das ist halt auch eine gute Frage. Was kann er nicht machen? Was passiert denn, wenn Du. er mit dem König nimmt? Ich nehme den Turm zurück. Habe ich dann schon genug Vorteile? Da Was hast du eine gibt's? Qualität mehr, das muss ja wohl Dame nimmt reichen. G3, sagt G3 Schach. Und König F1. Und dann Dame H3 Schach. König E2 und dann hast du keine Chance mehr. Oder König E1. Nee, König E2 würde ich sogar sagen. Ja, gut, das ist natürlich. Das muss natürlich berechnet werden, weil Ja, da aber war ich mir das gar nicht so reicht, weil sicher. der König ist ja auch noch auf. Du musst ja auch noch bedenken, es droht ja auch noch sowas wie Dame D8 Matt. Weil der Läufer auf B1 das H7-Feld deckt. Das ist völlig aus. Springer G8, König G8, Dame auf D7 ist aus. Das heißt, Okay. welcher Zug ginge nur? Dann muss der Springer nehmen. Was hat sich jetzt in der Stellung geändert? Der Springer ist weg. Ja, was bedeutet das konkret für die anderen taktischen Faktoren, die Schwarz hier in der Stellung hat? Das. Was bedeutet das bloß? Da sind unsere taktischen Faktoren. Wenn der Springer zieht, welche Korrespondenz gibt es dann, die es vorher nicht gegeben hat Ach zwischen den taktischen so. Faktoren? Wow. Warum sehe ich das nicht? Mann, ey. Deswegen nennen wir das ja auch Kreativität. Sehr schön.
Also, Dame D8 Schach ist einfach, Genau. das ist eine Sache, Hier. die man sofort sieht, aber man denkt sich ja, warum, dann kommt der Turm dazwischen. Aber natürlich. Genau. Und jetzt, wenn der Springer nimmt, ist das ein ganz anderes Schach. Sehr Und hübsch. wenn der König nimmt, deswegen habe ich ja gesagt, ich sage nichts, aber dann sehe ich wieder, wie du da sozusagen in deiner Gedankenwelt bist, Darf ich ohne natürlich übrigens, die taktischen Moment, Faktoren aufzuzählen, ja? Moment, Moment. Was wäre denn, ach so, es geht leider nicht, schade. Es ist immer Dame D8, Ich wollte Matt. Läufer H7 Schach geben, aber die Dame kann ja auch zurückschlagen. Denn wenn der König zurückschlägt, geben wir mit dem Turm auf H2. Ja, das Und wenn stimmt, der das kann Springer ja gar. zurückschlägt, dann haben wir das gleiche Motiv mit Dame D8 Schach. Aber es ist ja erstmal schwarz hier dran nach Ja, Dame ja, steht ja, ja, E7, ja, ja. theoretisch, ne? Aber okay. Ach, verdammt. Muss ich mal gucken, ob ich noch eine Haben wir noch habe? eine letzte? Ja. Ja, haben wir. Da bin ich auch gespannt. Das ist auch lustig. Gut, wenn das lustig ist, dann haben wir schon wieder dieses Motiv. Ja. Das ist ja ganz einfach. Nee, ist es Ja. nicht. Nein, die Dame gibt auf F8 Schach, aber jetzt kommt die Dame auf D8 dazwischen. Denn alles Ja. andere scheitert. Ja. Interessant. Dann, die kommt auf D8. Dann, wie geht's dann weiter? Was machen wir dann? Sehr schön. Ich habe gedacht, Dame F8 Schach, Turm nimmt, Turm schlägt, Springer C8, Turm A8 Schach, König schlägt und Turm Matt, schlägt ja, C8 aber wir Matt. machen es ja Wir machen nicht es ja so. richtig, ne? Also wir machen ja damit die 8. Also wir verteidigen uns ja richtig. Jetzt nach Dame die 8, welche Kandidatenzüge hast du? Nun, wir können schlagen, die Dame. Der Turm schlägt zurück. Ja, was hast du noch für Kandidaten? Also alle Schachs erstmal gucken. Ja, wir haben einen Schach auf A8 schon wieder. Der König nimmt. Dann könnten wir auf C7 schlagen. Dann schlägt Was? die Dame auf F8. Wir schlagen zurück. Oder tun wir das überhaupt? Gute Frage. Nein, wir geben matt. Ja. Auf A1. Genau. Das reicht. Dame F8 und jetzt der Clou. Da ist ein Clou. Lenken den Turm ab, um auf C7 den lebenswichtigen Bauern zu schlagen. Denn jetzt ist der König auch auf dieser Diagonale, besser gesagt dieser Linie, matt. Was für ein Und Matt, ey. dann gewinnen wir auf wunderschöne Art Oh, und das ist Weise. aber brutal. Das ist aber eine Studie jetzt wieder. Das war auf jeden Fall dieses Dame F8 Schach war etwas schwieriger als das letzte Dame F8 Schach. Sauber. Das Ne? ist toll. Das war toll. Ach, Elli, das hat Spaß gemacht. Gerne immer mal wieder sowas Das war reinschieben. ja auch die Kreativitätsabteilung. Ja. Auch wenn ich mich heute schlecht geschlagen habe, finde ich. Also 1, 2, 3 Ja. habe ich aus Versehen lösen können, aber einige, das Offensichtliche habe ich da mich wirklich schwer getan. So ist es halt manchmal im Schach. So, ihr Lieben, wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, das ist es, ne? Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Genau, es ist die letzte Folge dieses Jahr und sie ist eine Weihnachtsfolge. Richtig, ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Und ich würde sagen, kommt gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns 2023. Wuhuhuhu! Unglaublich, oder? Tja, bis dann. Tschüss. Tschüss.